sehr pikanter und spannender Geruch steigt heute aus den Töpfen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Es kommt ein sehr leckeres, scharfes Gericht auf den Herd, was schon bei den Cowboys sehr beliebt war. Selbst der Bürgermeister verleiht diesem zarten Stück Fleisch seinen werten Namen. Alles ist mit viel Liebe vorbereitet und lädt ein auf einen wärmenden Topf voller Geschmack. Und nun seid ihr sicher gespannt, wer den Smoothie Maker gewonnen hat? Also bleibt dran und viel Glück! Draußen ist es so kalt und wir brauchen was super Leckeres, einen Eintopf, etwas Heißes, was wirklich gut ist und durchwärmt und es ist auch noch scharf, ein Chili con Carne, so richtig wie bei den Cowboys und es ist ganz, ganz, ganz einfach und lecker zu machen und wenn ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt dran. Es ist so eisig kalt und wir waren ja erst kürzlich im Wald, eigentlich war es ja kein Witz, wir waren ja wirklich im Wald. Habt ihr das Video gesehen, was wir letzte Woche über den Herbst hochgeladen haben? Ich hoffe, es hat euch riesig gefallen. Also mir hat es wahnsinnig Spaß gemacht, denn es war ja auch so an euch mal ein Dankeschön dafür, dass ihr den Kanal abonniert habt, dass ihr immer zuschaut und dass ihr so viele liebe Kommentare hinterlasst. Und es war jetzt außer der Reihe mal so für euch, so zum Abschluss des Jahres, jetzt im Herbst, alles, was so gesammelt war. Ich hoffe, das hat euch gut gefallen. Und ja, es war mal so für mich auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass ihr da mal so einen kleinen Bonusfilm oder sowas als Dankeschön kriegt. Ja, und jetzt heute gibt es ein leckeres Chili con Carne. Das ist wirklich sehr, sehr lecker. Und heute, ja, da verlosen wir ja unseren Smoothie Maker. Und zwar habt ihr ja fleißig mitkommentiert. Wir haben den ja getestet am 4.11. und unter dem Video habt ihr ja den Hashtag Ich will den Smoothie hinterlassen. Und heute gibt es einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und wer diesen Smoothie Maker gewonnen hat, den Smoothie Maker gewonnen hat, das erfahrt ihr am Ende vom Video. Smoothie. Da bin ich wieder. Und die Zutaten für unser leckeres Chili con Carne habe ich hier schon mal vorbereitet. Auf jeden Fall brauchen wir ein sehr, sehr gutes, leckeres Stück Fleisch. Und das nennt sich hier Bürgermeisterstück. Da habe ich mir dann gedacht, ja, wieso heißt jetzt das Bürgermeisterstück? Aber es ist wirklich interessant, weil nämlich früher hat man dieses gute Stück Fleisch für den Bürgermeister aufgehoben oder für den Pfarrer, nämlich für die Würdeträger. Also wisst ihr Bescheid, es ist ein gutes Stück Fleisch, es ist sehr, sehr zart, sehr fein marmoriert und eignet sich auch als Ersatz für einen Tafelspitz zum Beispiel. Und wenn es lang abgehangen ist, kann man sogar einen Steak draus braten. Herrlich. Also das nehmen wir heute und tun es uns dann später in Würfelchen schneiden. Dann brauchen wir noch ein paar Böhnchen natürlich fürs Chili. Ich habe hier eine Büchse weiße Bohnen, eine Büchse rote Bohnen. Den Spruch dazu spare ich mir jetzt. Ein bisschen Salz und Pfeffer. Dann eine Tube Tomatenmark. Dann habe ich hier drei Schalottenzwiebeln, eine Knoblauchzehe, natürlich eine Chili. Ihr könnt auch, wenn ihr möchtet, noch mehr nehmen, aber dafür übernehme ich dann keine Garantie. Das reicht, das ist echt scharf genug, also für mich zumindest oder für uns. Dann ein bisschen Öl zum Anbraten, einen Teelöffel Kreuzkümmel, einen Esslöffel braunen Zucker. Und dann haben wir soweit schon alles und können die Zutaten jetzt dann anfangen klein zu schneiden. Die Zwiebel in Würfeln, auch die Knoblauchzehe in Würfelchen und die Chili in Streifen. Das Fleisch schneiden wir auch in Würfel, das mache ich jetzt für euch. Und ihr schaut zu und hört ein bisschen schöne Musik. Bis gleich! We all live on time we borrow, time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark flying in the wind. We all look up to our fathers, all our lives is all is right, and we all need a mother's when the day is. So,
jetzt haben wir alles fertig, geschnippelt und geschnappelt. Und ihr habt ja gesehen, ich habe beim Fleisch auch so ein bisschen die Sehnen, dieses Flachsige, noch weggeschnitten, weil das muss man nicht unbedingt dran lassen. Und jetzt fangen wir dann auch gleich an. Und zwar als erstes müssen wir das Fleisch anbraten. Und zwar macht das auch nicht immer alles gleich auf einmal in den Topf, weil sonst verliert es zu viel Wasser und dann wird es nass. Ich brate das Fleisch immer sehr scharf im Topf an, immer so handvollweise. Und dann nehmen wir es wieder raus und legen es erstmal zur Seite. Da könnt ihr mal ein bisschen schneller gehen, nicht? Also, das fängt dann immer schon langsam an zu rauchen, seht ihr das? Und jetzt rein damit, eine Handvoll. Und dann wirklich richtig schön scharf anbraten, dass es ein bisschen braun wird, dass die Röstaromen richtig freigesetzt werden. Und gebt auch nur so viel Fleisch in den Topf, dass es nicht übereinander liegt, weil wie gesagt, sonst fängt es an nass zu werden und das Wasser tritt aus und dann habt ihr eine Suppe und so bleibt es schön, das Fleisch. Also ich mag ja Chili con Carne total gern. Es ist so ein richtiger Country-Cowboy-Eintopf und ich als Pferdemädchen, für mich ist sowas natürlich ganz, ganz toll und ich denke dann immer manchmal so dran, wie man auch sowas machen kann in so einem großen Topf am Lagerfeuer. Das sind ja alles solche Sachen. Es kommt ja auch aus Nordamerika, glaube ich, dieses Chili. Das haben bestimmt früher schon die Cowboys gegessen am Lagerfeuer. Dann habe ich noch ein kleines bisschen Öl. Das gebe ich jetzt noch mit rein. Ein bisschen Aroma vom Fleisch ist ja trotzdem noch da. Und da tun wir jetzt so ein ganz bisschen Zwiebel, Knoblauch und Chili etwas andünsten. Da schalte ich jetzt aber dann den Herd ein bisschen runter. Das riecht immer so gut, die Zwiebeln im Topf. So, und jetzt kommt der Clou. Und zwar wird jetzt das hier ein bisschen karamellisiert. Und zwar mit unserem Esslöffel von dem braunen Zucker. Und das gibt halt diesen süßlichen Geschmack. Fein. Und das tun wir jetzt hier rein. Und rühren das schön um. Dann kommt dann das Tomatenmark noch mit rein. Das rösten wir auch ein bisschen mit an. Und ich mag Chili, das mag ich so gern. Früher habe ich immer mit dieser Tütensuppe da gemacht, mit dieser Tüte von Magifix oder Knorr gibt es das, glaube ich, auch. Weil ich mir gedacht habe, das ist viel zu schwer. Und ich habe früher mal ein Rezept ausprobiert. Da war dann auch Schokolade mit drin, dunkle Schokolade und alles Mögliche. Das hat überhaupt nicht geschmeckt. Und dann habe ich halt durch Zufall dieses Rezept entdeckt und es ist so lecker. Und ich habe es einmal gemacht und alle waren total begeistert. Weil es wirklich ganz, ganz einfach geht und viel schnippeln muss man gar nicht, schau. Und jetzt haben wir hier das ganze Gemisch soweit fertig, das füllen wir jetzt dann auf. Und da habe ich wieder was vergessen, nämlich das Wasser, weil wir brauchen 600 ml Wasser ungefähr und die kommen jetzt auch noch da rein. Riecht super, gell? Ich höre schon ein Raunen hinter der Kamera. Ja, das ist was für echte Männer, glaube ich, auch sowas mit schönen Bohnen drin und so. Die mögen doch immer sowas Deftiges. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen die Gewürze dran. Unser Kreuzkümmel, ein bisschen Pfeffer und Salz. Von der Konsistenz her sollte dann diese Suppe nicht zu dick und nicht zu dünn sein. Ihr könnt es dann auch immer beim Kochen nochmal kontrollieren und immer mal reingucken. Man kann auch immer ein bisschen Wasser noch nachgeben, weil total runterkochen soll es auch nicht. Ja, und dann haben wir das soweit vorbereitet. Jetzt kann das Fleisch dann rein. So. So, haben wir ordentlich Sauerei gemacht hier. Oh weh, das Fett hat ordentlich gespritzt. So, und jetzt kochen wir es dann schön auf und dann kommt der Deckel drauf und dann muss das Ganze für 3 Stunden kochen. Aber ganz sanft köcheln lassen, nur so ein bisschen blubbern lassen, nicht volle Pulle, weil sonst verkocht auch viel zu viel Flüssigkeit. Und wenn das jetzt durchgekocht ist, kommen dann noch zum Schluss die Bohnen rein und dann ist unser Eintopf, unser Chili con Carne schon fertig. Yeah, Cowboys!
Kleiner Tipp von mir, in den 3 Stunden kann man natürlich ein paar tolle Sachen machen. Zum Beispiel spazieren gehen, wenn man nichts zu tun hat. Oder, so wie ich gehe jetzt ein bisschen Wäsche waschen und wir sehen uns dann gleich in 3 Stunden. We all live on time we borrow. Time our children to us lend. Here today, but gone tomorrow, like a spark fly in the wind. We all look up to our fathers. All our lives is. Oh, das riecht herrlich, dieses Chili con Carne. Ich liebe es, ich freue mich jetzt schon voll darauf. Und mit den Bohnen habt ihr ja gesehen, die tun wir dann schön leicht unterheben. Fertig ist das Chili con Carne und das können wir jetzt auf dem Teller anrichten. Aber ich weiß schon, da fehlt ja noch was. Ihr wartet doch bestimmt schon gespannt darauf, wer diesen Smoothie Maker hier gewonnen hat. Und zwar haben wir ja am 4.11. ein Video gemacht. Ich habe ihn für euch getestet, habe mal 2 Rezepte ausprobiert und für gut befunden. Und jetzt hat jemand von euch gewonnen. Denn ihr habt ja auch wirklich ganz toll mitgemacht und habt in die Kommentare geschrieben, Hashtag ich will den Smoothie. Und jetzt gibt es natürlich einen Gewinner oder eine Gewinnerin. Und der Gewinner ist einfach Ela mit 2 Kids. Herzlichen Glückwunsch, Ela. Du hast diesen Smoothie Maker gewonnen. Ich werde dich jetzt dann auch per Kommentar darüber noch benachrichtigen. Und du nimmst einfach zu uns Kontakt auf über die E-Mail-Adresse kontakt@feinfeinschmeckst, schickst mir deine Adresse und dann geht dieser Smoothie Maker auf den Weg. Ja, ich hoffe natürlich, du hast viel Spaß, auch mit deinen beiden Kindern. Und ihr macht euch ganz viele gesunde Smoothies, dass ihr über den Winter kommt. Ja, und ich habe das Ding ja gekauft und ich habe natürlich auch die Rechnung. Und falls irgendwas kaputt geht oder so, die Garantie liegt bei mir, dann meldest dich einfach bei mir und dann schauen wir mal. Ich will es ja nicht hoffen, weil meiner funktioniert bis jetzt auch immer noch ganz gut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Und es wäre natürlich toll, wenn du mir mal ein Bild oder so schickst, was du für tolle Smoothies gemixt hast, Ela. Also viel Spaß damit und herzlichen Glückwunsch. Das Ding geht dann auf die Reise. Und wir machen jetzt hier noch den Teller voll mit dem leckeren Chili. I'm a little off and I can't stop. I'm a little lost and I've had enough. Every step and every tear. So, voilà, und fertig ist das leckere Chili con Carne. Herrlich, ich kann es euch sagen, das schmeckt super, super lecker. Und jetzt lassen wir uns dazu richtig schmecken. Das ist so ein richtig schöner, scharfer Cowboy-Eintopf. Herrlich, ich sag's euch. Und es ist super, super einfach eigentlich zu machen. Es kocht 3 Stunden für sich und naja, ihr wisst, ihr macht dann, was ihr wollt. Und da braucht man keine Tüte, kein Päckchen, nichts. Das geht einfach super so. Und es gibt auch noch ein paar andere Eintöpfe. Und da gibt es ja eine Playlist, die verlinke ich euch nochmal. Serviert ein Baguette dazu oder auch die Eiweißbrötchen, die haben wir auch schon mal gemacht. Wird auch nochmal verlinkt, unten und oben. Ja, wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe mich natürlich riesig gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag. Sag mal, nächsten Sonntag ist ja schon erster Advent. Alter Schwede, jetzt wird schon wieder die Weihnachtszeit, geht schon wieder los. Und ich habe für euch eine Überraschung. Ein ganz tolles Rezept. Das ist wirklich super lecker. Natürlich, alles lecker. Aber da müsst ihr unbedingt reinschauen. Da würde ich mich riesig freuen. Am nächsten Sonntag. Und Ela, nicht vergessen, schreib mir eine E-Mail. kontakt@feinfeinschmeckts. Und dann kriegst du deinen Smoothie Maker. Ne? Wo ist er denn? Da.
Und dann wünsche ich dir dann ganz, ganz viel Spaß damit und mach deinen Kindern ein paar tolle, gesunde Smoothies. Und ich würde mich riesig freuen. Vielleicht schickst du mir ja ein Foto mal von deinen leckeren Kreationen. Wir sehen uns auf jeden Fall am nächsten Sonntag um 20 Uhr, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Eure Joanna. Tschüss!